Hi. Wenn ich mir jetzt einen neuen Bogen kaufen möchte, auf was kommt es drauf an? Wie gehe ich am besten die ganze Sache an und auf was muss ich achten? Okay. Also wenn du dir einen neuen Bogen kaufen wolltest, würde ich dich zunächst erstmal fragen, ob du schon irgendeine Erfahrung hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast noch nie Bogen geschossen und möchtest jetzt deinen ersten Bogen kaufen. Richtig. Okay, gut. Dann gilt es, den richtigen Bogen zu finden und herauszufinden, ja, welches Zuggewicht brauchst. Du brauchst einen Rechts- oder Linkshandbogen und welche Bogenform überhaupt. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Gerne, ja. Du bist Rechtshänderin oder Linkshänderin? Rechtshänderin. Okay, gut. Dann probieren wir es direkt mal mit einem Rechtshandbogen und schauen einfach mal. So Jule, ich habe dir hier mal den Hero in 62 Zoll Länge aufgebaut. Den kannst du gleich mal testen. Ich habe dir jetzt 26 Pfund Wurfarm drauf gemacht. Ich würde im Einsteigerbereich auf keinen Fall mit mehr als 25 Pfund starten. Gut, der hat jetzt 26 Pfund. Ich glaube, du bist schon kräftig genug, um auch 26 Pfund zu ziehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, den passenden Pfeil dafür zu finden, für deine Auszugslänge, wie gesagt. Wir müssen die Standhöhe noch richtig einstellen. Das ist dieser Abstand vom tiefsten Griffstück bis zur Sehne. Das muss passen, damit die Sehne eben nicht gegen deinen Arm schlägt. Und dann setzen wir noch einen Nockpunkt und dann geht es im Prinzip schon los auf der Schießbahn. Perfekt, sehr schön. Okay, nimm ihn doch mal in die Hand und schau schon mal, wie er sich für dich anfühlt. Auf gar keinen Fall die Sehne bitte loslassen ohne Pfeil. Einfach mal Probe ausziehen, wie er sich anfühlt, ob die 26 Pfund passen für dich. Das fühlt sich gut an. Okay, gut. Sehr schön. Gut, dann schauen wir jetzt noch nach passenden Pfeilen für dich, für einen 26 Pfund starken Bogen. Da haben wir hier unseren Messpfeil, auf dem man ablesen kann, wie viel Auszug du hast. Wir machen es mal ganz kurz trocken, ohne Bogen. Da gibt es so einen kleinen Trick. Du kannst den Pfeil einfach vor dich auf die Brust aufsetzen, einmal mit der Hand so lang wie möglich hier lang fassen. Und da sehen wir bei mir zum Beispiel, dass wir bei 31 Zoll Länge rauskommen. Da würde ich auf jeden Fall noch einen Zoll draufrechnen. Und ich bräuchte in dem Fall einen 32 Zoll langen Pfeil. Okay. Das Gleiche kannst du jetzt mal bitte machen. Ja. Mach ich. Ruhig ein bisschen höher, genau. So, da lese ich 25 Zoll. Das heißt, für dich sollten wir auf jeden Fall einen 26, vielleicht sogar 27 Zoll lang. Okay, jetzt wo wir herausgefunden haben, welche Auszugslänge du hast, also wir bräuchten einen 27 Zoll langen Pfeil und wir wissen das Zuggewicht des Bogens, wissen wir jetzt, welchen Spine-Wert wir bräuchten, um den perfekten Pfeil für dich zu finden. Ganz kurz als Erklärung, Spine-Wert ist der Wert, wie dick der Schaft ist und wie weit sich der Schaft durchbiegt, das ist ganz entscheidend zu wissen, weil ein zu steifer Pfeil, der fliegt einfach nicht richtig aus dem Bogen und ein zu weicher Pfeil, der fliegt auch nicht richtig aus dem Bogen. Deswegen kommt es da auf den richtigen Spine-Wert drauf an. Den können wir jetzt aus einer Spine-Wert-Tabelle raussuchen einfach und finden den perfekten Pfeil für dich. Ne? Perfekt. So, dann können wir ja hier mal zusammen drauf schauen. Also, in unserer Spine-Tabelle, das ist eben diese hier, da siehst du eben, dass bei deinem 27 Zoll Auszug und 26 Pfund Zuggewicht brauchst du ein Spine von 1300. Das heißt, wir suchen dir jetzt einen Pfeil raus, der 27 Zoll lang ist und ein Spine von 1300 hat. So, ich habe dir jetzt mal hier deine passenden Pfeile rausgesucht. Wie gesagt, Spine 1300 in ca. 27 Zoll Länge. Das ist eben der richtige Pfeil für dein Zuggewicht für diesen Bogen. Super. Ne? Den schießen wir jetzt gleich mal Probe. Vorher müssen wir noch die Standhöhe richtig einstellen, dass die auf jeden Fall passt. Und der Nockpunkt, dass du den Pfeil eben an immer der gleichen Stelle auf der Sehne richtig einnocken kannst. Okay? Okay. So, die Standhöhe habe ich dir jetzt richtig eingestellt. Die messen wir übrigens so nach. Und da siehst du hier schön, dass die Sehne auf 8 Zoll Höhe ist. Jetzt setzen wir noch den Nockpunkt dafür, legen wir den Checker hier auf, klippen den in die Sehne ein, setzen den locker und leicht auf, jetzt legen wir uns den Bogen dafür hin. Ich gehe mal auf den mittleren Teilstrich oben, damit probieren wir es jetzt erstmal am Anfang, holen uns den Nockpunkt, setzen den drauf, haben den auf der Sehne drauf, jetzt können wir den Pfeil abnehmen, machen den erstmal
Einfach nur ein bisschen fest, damit du jetzt erstmal noch Punkt hast. Und dass wir den später nochmal verändern können, falls die noch Öl nicht passt. Okay. Gut, ich habe dir noch Schutzausrüstung zusammengesucht. Hier hast du einen Armschutz, den du mal bitte auf den linken Arm machst. Mhm. Und einen Schießhandschuh für den rechten Arm. Und dann können wir im Prinzip schon schießen gehen. Die Top, ersten Probe machen wir. So, dann sind wir hier auf unserer Schießbahn. Mhm. Und deine passenden Pfeile. Ich würde sagen, du lässt jetzt einfach mal ein paar Pfeile fliegen. Und dann schauen wir mal, ob Perfekt. Das zu dir passt. Genau, stell dich mal mit den Füßen zu mir hier hin, genau, und dann kannst du im Prinzip schon loslegen. Sehr gut. Eingenockt wird unter dem Knockpunkt, genau. Oh, perfekt. Also der Pfeil kommt kerzengerade raus. Ich würde sagen, das ist das perfekte Setup für dich. Und wenn du selber sagst, dass es sich gut anfühlt, dann würde ich sagen, das ist dein Bogen. Sehr schön. Gekauft. Okay. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen für euren nächsten Bogenkauf. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da und lasst uns in den Kommentaren wissen, worüber wir das nächste Mal berichten sollen. Bis bald.